Grüße dich auch mal ganz kurz, by the way. Was geht, lieber Holzer? Meinst du, dass das Single-Mod das Spiel noch besser machen würde? Also ich finde halt, dass es momentan ziemlich schwierig ist, immer drei Leute zu finden. Drei ist immer so eine ungerade Zahl. Ein Mate, mit dem du immer zockst, findest du irgendwie immer. Aber dann immer noch einen dritten. Ich habe das ganz, ganz oft, die Situation, wir sind zu zweit und 100 andere sind zu zweit, Digga. Und man kann halt nicht zusammen spielen dadurch. Ich weiß nicht, was, also wie die auf die Idee gekommen sind, überhaupt zu dritt. Das finde ich, ist immer so eine krumme Zahl. Würde sagen, dass ein Single, ja, Solo-Modus wäre halt cooler, weil du auf spontan, ich sag mal jetzt vor der Arbeit, so, ja, okay, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, ich zock mal ein paar Runden Solo Apex, würde halt bocken. So habe ich auch ganz oft die Momente, wo ich jetzt irgendwie nicht lange Zeit habe, es lohnt sich nicht ein Team zu suchen, würde aber gerne ein paar Spiele zocken, könnte man eben auf easy ein Solo-Spiel machen. Kann man natürlich auch so, indem man mit Randoms zockt, aber meine Meinung ist, Randoms ist immer sehr, sehr schwierig. Es ist nicht so, dass ich Randoms irgendwie hasse oder so, das überhaupt nicht. Also ich habe mit Randoms echt auch schon gute Runden gehabt. Ich habe auch Wins mit Randoms geholt, ich habe auch mit Randoms irgendwie 14, 15 Kills-Runden gehabt. Aber meistens ist es halt so, dass man verschiedene Ansichten hat und sich nicht richtig mitteilen kann. Die haben es zwar geil gemacht mit dem Ping-System und so, viel, viel geiler als andere Spiele, aber sobald du irgendwie mit Random unterwegs bist, er pingt eine Sache, du pingst eine andere, einer muss nachgeben und wenn du jetzt sagst, okay, ich bin der Schlauere, ich gebe nach und laufe mit, obwohl du dann irgendwie aber weißt, vielleicht ist es auch Schwachsinn, weil irgendwie wir laufen jetzt in vier Teams rein und werden gesandwiched und er läuft aber trotzdem. Du hast halt dann keine andere Wahl, als mit ihm in den Tod zu laufen sozusagen oder wegzubleiben, dann stirbt er und dann stirbst du halt irgendwo anders wiederum, ja. Ganz oft ist es halt so mit Randoms, dass selbst wenn man etwas pingt, man schafft es nicht, beispielsweise gleichzeitig zu pushen, ja. Und wenn man es nicht schafft, gleichzeitig zu pushen, was passiert? Der erste stirbt, weil er von drei Leuten gekillt wird. Der nächste kommt 2 Sekunden hinterher, wird von drei Leuten gekillt. Und der letzte kommt 5 Sekunden hinterher und wird von drei Leuten gekillt. Das ist halt die Schwierigkeit daran, wenn du mit Randoms spielst. Meine persönliche Meinung. Ich habe kein Problem damit, mich Randoms anzupassen und dahin zu springen, wo sie jetzt hinspringen wollen. Wenn jetzt einer sagt, Mark, Bunker, Schädel oder auch sonst wohin, ich spring mit. Im weiteren Spielverlauf ist es halt manchmal schwierig. Genauso wie man kann zwar die Sachen pingen, die man braucht. Ja, ich pinge jetzt, ich habe eine R99 und da lag gerade ein lilanes erweitertes Magazin und ich weiß, dass er eine RE45 hat beispielsweise. Ich ping dieses lilane erweiterte Magazin, weil ich es brauche, aber er hebt es halt trotzdem auf. Das passiert halt ganz, ganz oft, dass man dann doch irgendwie Schwierigkeiten hat, sich zu verständigen. Easy schreibt, finde auch vor oder nach der Arbeit schnell eine Runde Spiel, hast recht, finde ich auch mit Freunden, finde ich es auch besser zu zocken. Ja, klar macht das Bock mit Freunden zu daddeln und alles. Natürlich, die sollen deswegen ja den Dreier oder was auch immer Modus nicht abschaffen. Aber es wäre halt geil, wenn es sowas gäbe. Nur ich befürchte trotzdem, dass es keinen Solo-Modus geben wird. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Legends nicht darauf ausgelegt sind, Solo zu spielen. Also eine Lifeline-Solo mit ihren Care-Packages oder was weiß ich. Brave. Eine Wraith, genau, das wäre halt nicht möglich. Du hast dann 80% Wraith-Spieler, sag ich dir jetzt schon. Genau, deswegen, also man müsste dann wirklich nur einige Legenden für einen Solo-Modus zulassen, das würde wiederum nicht möglich sein und deswegen würde ich mir wenigstens einen Doom-Modus wünschen, das wäre vielleicht noch irgendwo möglich. Ob es kommt oder nicht, also es wird in ganz vielen Seiten wurde gesagt, es wurden Infos geleakt zum Solo-Modus etc. pp. Es ist halt Schwachsinn, Respawn Entertainment hat sich dazu geäußert. ...2000 Jahre später. Achso, was ich sagen wollte, also Respawn Entertainment hat sich ja angeblich, die haben sich dazu geäußert, wenn solche Codeschnipsel im Spiel entdeckt werden, von wegen Solo-Modus etc. pp., heißt es nicht, dass es kommen wird. Es kann sein, dass sie das, als sie das Spiel entwickelt haben, geplant hatten, ursprünglich mal zu machen, haben sich aber dagegen entschieden und haben diese Codeschnipsel einfach im Spiel gelassen. So, das heißt aber nicht, dass es irgendwann noch kommen würde. Es kann einfach sein, dass es bereits verworfen wurde. Legt nicht zu sehr Wert auf diese ganzen Leaks und etc. PP. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nö. Nö. Nein. 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 Nein, Digga. Nein, Alter. Das ist das, genau das, wovon ich immer gesprochen habe. Wenn ich mich aufs Spiel konzentriere, läuft das gut. Wenn ich mich auf den Stream und auf den Stream-Chat konzentriere, wird es schwierig. Also es ist wirklich, das muss wirklich gelernt sein zu streamen, habe ich das Gefühl. Also wenn du wirklich jedem Zuschauer deine Aufmerksamkeit schenken möchtest, was ich ja natürlich eigentlich immer möchte, weil dafür streame ich nun mal, läuft ein bisschen scheiße im Spiel, aber es läuft toll mit den Zuschauern, macht halt Spaß. Aber dann schalten natürlich andere wiederum weg, weil sie wollen was vom Spiel sehen. Wenn ich jetzt aber nur vom Spiel was zeige und nicht mit den Zuschauern am Start bin, dann schalten auch wiederum welche weg, weil, ja, ihr versteht schon, oder? Also... Leider nein, leider gar nicht.
ist ein zweischneidiges Schwert. Also da muss ich irgendwie noch eine Lösung zu finden. Ich weiß es noch nicht. Ich konzentriere mich wieder einfach null mehr. Mann. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Das ist auch mal nett. So war das früher auch. Früher haben die Streamer immer den Loot bekommen. Aber wir sind ja keine Loops. Wir sind Streamer-Loot. Ja, genau. Wir sind ja keine Noobs. Ich bin hier so ein... Ich sag, ach komm, scheiß auf Loot, Digga. Gönnt euch. Ich mach das schon. Nicht. Nicht. Nee. Nee. Ja. Okay. Django, der ist schon wieder. Junge, wärt ihr in der Äste gewesen, wäre das ganz anders ausgesehen. Digga, er ist schon wieder. Ich check den Jungen nicht. Der war letztens im Firestorm-Stream von uns und hat mir irgendwas von Äste erzählt, Digga. Und ich weiß bis heute nicht, was Äste ist, aber dafür mag ich dich. Er ist schon wieder. Ich schwör's dir, du wirst noch eine Legende auf diesem Kanal, Digga. Ich wollte eigentlich gerade mit Rauchen gehen, aber jetzt habe ich gesehen, dass du am Start bist. Jetzt muss ich erstmal kurz, muss ich erstmal wieder kurz rausfinden, was Äste ist. Schreibt Django noch, du wärst auch eine Äste Legends, wenn du meinen Rat befolgen würdest. Ach, Django, Digga. An meinen lieben Cutter, falls ihr an dieser Stelle vom Video angekommen seid, können wir bitte Django mit reinnehmen? Django ist cool. Ich würde halt gerne wissen, was Äste ist. Wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, vor 5 Minuten habe ich ihn begrüßt. Django gehört ins nächste Highlight. Ich würde natürlich gerne mal rausfinden, was Äste ist. Vielleicht müssen wir auch erstmal ein bisschen warm werden miteinander. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht, wie Django da so drauf ist. Ich würde auch nicht mit jedem gleich labern. Kann ich ihn schon ganz gut verstehen. 90% meiner Zeit verwende ich momentan tatsächlich für YouTube, Digga. Deswegen umso mehr rege ich mich dann bei sowas halt auf. 2 Schritte nach vorne, 3 zurück ist halt immer scheiße. Teilzeit arbeite ich am Wochenende auf der Reeperbahn an der Bar. Ich bin halt seit 7 Jahren Barkeeper gewesen. Und bevor ich YouTube gemacht habe, halt bis November in der gehobenen Gastronomie gearbeitet als Barchef. Und dann wurde der Laden von heute auf morgen geschlossen, Digga, weil unser Chef insolvent war. Wieder mal so ein geiler Schicksalsschlag gewesen, Digga. Stehst auf einmal ohne nix da. Habe ich mir gedacht, weil ich die letzten 5 Jahre, keine Ahnung, nie Urlaub hatte, ist halt in der Gastronomie immer schwierig. Dachte ich mir, gut, mache ich bis Januar mal über die Feiertage frei. Ich hatte im Dezember Geburtstag und Weihnachten und Silvester und so Geschichten. Und da habe ich halt mit YouTube angefangen innerhalb dieser Zeit jetzt, vor 3 Monaten. Das lief halt nicht schlecht, also dachte ich mir, gut, mache ich jetzt erstmal weiter so, ne? Aber wie gesagt, dann ist auch ganz oft so gekommen, dass ich 3 Schritte oder 2 Schritte nach vorne gemacht habe, 3 wieder nach hinten, Digga. Ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, nee, Digga, Guides oder so. Ich habe jetzt diese Raidstream-Geschichte bei Twitch gestartet, so. Und da sind wir, wie gesagt, von Stream zu Stream gegangen und es waren so viele Zuschauer da und es haben so viele kleine Leute sich gefreut. Bei jedem Kleinen, wo wir reingegangen sind, habe ich irgendwie 1 Euro oder 2 oder 5 Euro donated, Digga. Dann habe ich bei Twitch meinen Affiliate-Status bekommen. An die treuen Zuschauer, die da immer am Start waren, habe ich erstmal Abonnements verschenkt. Also ich habe 10 Abos verschenkt oder so. Jetzt bin ich leider pleite bei PayPal. deswegen geht das alles gerade irgendwie nicht. Dann werde ich auch wahrscheinlich hier auf YouTube... Ich habe immer gesagt, vor 5000 Abonnenten will ich eigentlich keine Einnahmen generieren mit YouTube, weil ich mich halt geschämt habe. Ich habe erst im November gestartet und habe jetzt schon meine 2000 Abonnenten gehabt und habe halt immer gesagt, nee, Digga, ich will nicht so geldgeizig rüberkommen, aber... es lässt mein Privatleben leider nicht mehr anders zu. Also ich muss jetzt demnächst die Selbstständigkeit anmelden und Geld einnehmen. Also wenigstens Werbung schalten auf Videos oder Spenden akzeptieren, auch wenn ich nicht danach bettle. Aber anders komme ich. Meine Freundin sitzt mir natürlich auch im Nacken und sagt, ey, du musst hier auch was beitragen. Und hin und her, die hat das halt alles eine lange Zeit jetzt unterstützt. Und das geht natürlich auch nicht für immer. Bisschen zu konzentrieren. Aber siehst du, jetzt fuckt mich das gar nicht mehr ab. Ob wir gewinnen oder verlieren, Digga, juckt einfach nicht. Aber habt ihr gemerkt, ich rage weniger und der Moose rage automatisch auch weniger, weil Raging ist mega ansteckend. Ja, ich muss mir das auch abgewöhnen. Ich habe nie geraged, weil wie gesagt, du weißt ja, hast du ja schon öfter gehört. Ich war ESL-Spieler, Leute. Ich war, also, ich habe nie geraged, nie früher. Und seit Apex habe ich irgendwie angefangen zu ragen. Ich weiß auch nicht. Ich war nie der Typ dafür. Ich habe immer drüber gelacht, habe gesagt, ist ein Spiel. Aber klar, ich habe halt jetzt angefangen, weil klar, wenn dir 40 Leute zuschauen und dann verlierst du und dann merkst du, scheiße, du kackst ab und keiner hat mehr Bock auf dich, dann ragest du über dich selber halt so, weißt du? No.
jetzt auf Twitch online gehen um 19 Uhr. Könnt ihr gerne mal reinschalten, wenn ihr Lust habt. Link findet ihr in der Beschreibung. Hashtag Raidstream. Wir haben jetzt unsere 100 Kills. Ich warte jetzt mal kurz, bis das aktualisiert wird. So, meine lieben Olzers, vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst kommen, wie gesagt, noch von unserem Cutter paar gemachte Highlight-Videos immer zwischendurch. Und wie gesagt, ansonsten gerne bei Twitch nochmal einschalten, wenn ihr Lust habt. Da sind wir jetzt definitiv nochmal ein paar Stunden am Start. Also, bis dahin. Ich bin raus. Haut rein. Let's get this party. Let's get this party.